Hallo ihr Lieben, ich habe gedacht, es gibt heute einen Back-to-School-Haul. Fangen wir mal mit der Liste an. Die Liste. Ich bin nämlich drauf gekommen, dass immer alle total interessiert sind an der Liste, die man so bekommt. Und ich habe die letzten Wochen immer schon Schulsachen zusammengesammelt, war heute die allerletzten Reste kaufen und dachte, im Zuge dessen lese ich euch die Liste vor. Ich habe nämlich nicht alle Sachen hier. Ich habe noch etwas bestellt, was kommt, personalisierte Stifte eben. Und ich habe aber einiges da und ich habe auch einige Erfahrungswerte schon, weil es mein zweites Schulkind ist. Und deshalb dachte ich, das machen wir schnell. Wir haben Ferien, das heißt, ich habe begrenzte Zeit. Die Kinder beschäftigen sich gerade kurz und ich mache das jetzt im Schnelldurchgang. Es hat eh keiner Zeit für sowas. Als erstes brauchen die Kinder eine Federschachtel. Die war bei unserem Schultaschenset eben dabei. Und tatsächlich sind da auch schon Stifte drinnen. Auf der Liste steht zwei Bleistifte, 2,5 HB, ein kurzes Lineal, ein Radiergummi, ein Rot-Blau-Stift, 12 Farbstifte und 12 Filzstifte, dick und dünn, sowie ein wasserlöslicher Folienstift. Bei den Buntstiften kann ich euch Jolly oder Faber-Castell bestellen. Ich denke, das sind beide einfach sehr souveräne Stifte. Auch die Stabilo-Stifte sind gut. Und bei Stabilo haben wir zum Beispiel jetzt einfach so ein Set gekauft. Da war der Spitzer dabei, den gibt es für Rechts- und Linkshänder. Und eben auch dieser Bleistift und die Bleistifte oder Faber-Castell-Bleistifte in HB-Stärke hatten wir jetzt beim Großen auch immer und waren sehr zufrieden. Dann habe ich so ein flexibles Lineal gekauft, gerade in der ersten Klasse. Wenn die Kinder viel Bewegungsdrang haben, ist es ganz praktisch. Dann kann man da auch noch ein wenig rumspielen. Ich kann euch empfehlen, alles doppelt zu kaufen. Also ich schaue immer, dass ich noch ein Lineal als Reserve habe. Es ist eh, glaube ich, in der Federschachtel eines drinnen. Das nehme ich dann raus und habe das quasi als Reserve-Lineal. Und es ist ja auch so ein Spitzer drinnen, aber ganz ehrlich, auf jeden Fall ein Dosenspitzer und da halt darauf achten, ja, dass der halt für große und kleine Stifte geeignet ist. Beim Radiergummi habe ich tatsächlich bei Amazon zugeschlagen. Ich muss euch das übrigens wieder als Werbung markieren, weil ich einfach Produkte herzeige und Marken nenne. Das ist aber selbst gekauft und selbst bezahlt. Vom Radiergummi her haben wir den von Faber-Castell. Mein Kind möchte alles in einem freundlichen Schwarz und den hatte der Große auch. Und der ist echt ganz gut. Also der radiert auch gut. Oder auch von Faber-Castell, der aussieht wie ein Stift. Den kann ich euch auch nochmal verlinken. Den habe ich nämlich auch einfach in einer Großpackung bei Amazon bestellt. Dann ein Lineal 30 cm. Dosenspitzer übrigens steht auch auf der Liste. Ich habe es hier vor mir. Dosenspitzer und ein Lineal mit 30 cm. Da gibt es auch Holzlineale. Hängt immer davon ab, wie zerstörerisch eure Kinder sind. Ich dachte, ich kaufe jetzt mal ein Metalllineal. Und das wirkt eigentlich ganz gut. Eine Mappe wurde gefordert. Mappe Ordner in DIN A4, 5 cm Rückenbreite mit 2 Ringen. Und eben, wie gesagt, alles im freundlichen Schwarz. Und dazu 3 Trennblätter aus Karton. Die habe ich einfach im örtlichen Papierhandel gekauft. Da kann man die auch einzeln kaufen. Und die haben wir jetzt einfach in Weiß genommen. Dann brauchen die Kinder 2 Taschentücherboxen und eine Küchenrolle. Das habe ich jetzt noch nicht besorgt. Das ist sowas, was ich dann Last Minute hole. Eine Dose Play-Doh habe ich auch tatsächlich bestellt. Kann ich euch auch verlinken. Ein Passfoto, das habe ich auch da. Einen Werkkoffer und Hausbatschen in einem Sackerl. Einen Werkkoffer, den habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon beim Bargro gekauft. Ja, weil der Große einen neuen Werkkoffer mitten im Jahr gebraucht hat. Und dann haben wir eben für den Kleinen auch gleich einen geholt. Und da ist mein Tipp,
den Werkkoffer noch nicht zu füllen, weil bei uns war es immer so, dass wir die Bedarfsliste für den Werkkoffer dann beim ersten Tag Werken von der Werklehrerin bekommen haben. Und deshalb bleibt der die erste Schulwoche auf jeden Fall zu Hause. Das ist so mein Mama-Pro-Tipp für unsere Schule. Also für mich hat es funktioniert. Vielleicht ja, ist es bei euch wieder anders. Hauspatschen in einem Sackerl wurden auch gewünscht. Und die habe ich jetzt natürlich wieder nicht hier, aber ich habe da bei Amazon, also bei uns werden Stoffbeutel gewünscht mit zwei Henkel. Man kann da auch irgendein Werbegeschenk nehmen, wenn man sowas rumliegen hat. Ich habe es dann ganz gerne für die Kinder einheitlich und habe bei Amazon so eine Fünferpackung mit schwarzen Stoffsäcken bestellt. Die hatte ich auch schon beim Großen und die halten jetzt echt auch schon einige Jahre. Verlinke ich euch auch gerne. Ja, und das waren die Batschen. Dann haben wir hier noch einmal einen Schuhkarton, eine Zeichenschachtel. Da habe ich auch beim Action einfach so eine marmorierte Schachtel geholt als Zeichenkarton. Die würde auch sich eignen, dass sie unter die Bank reinpasst. Also da kann ich euch auch empfehlen, es muss nicht immer alles total teuer sein. Auch beim Werkkoffer. Es gibt natürlich auch den passenden zur Schultasche, aber es gibt auch Möglichkeiten, sich den ein oder anderen Euro zu sparen. Vor allem auch, wenn man frühzeitig kauft. Ich weiß, es ist jetzt blöd bei meinem Video, weil es relativ spät kommt. Aber ich dachte, es ist vielleicht trotzdem interessant. In den Schuhkarton, also in die Zeichenschachtel, kommen Ölkreiden. Da habe ich die Permanentölkreiden genommen. Dann Wasserfarben. Da habe ich jetzt einfach so ein einfaches mit 12 Farben genommen. Beim Großen haben wir den Farbkasten mit 24 Farben und meiner Meinung nach brauchen das die Kinder nicht. Hängt aber immer davon ab, was natürlich auf eurer Bedarfsliste steht. Ich glaube, dass da ist auch Deckweiß dabei und ein zweiter Pinsel, weil Deckweiß wurde auch aufgeschrieben. Deckweiß kaufe ich aber auch immer ganz gerne, zum Beispiel wenn es beim Discounter eines gibt, kaufe ich das einfach auf Vorrat, falls dann doch nochmal Deckweiß gebraucht wird. Einfach damit man nicht immer loslaufen muss, sondern sich so ein bisschen einen Vorrat anlegt, der den Mama-Alltag einfach erleichtert. Dann mehrere Haar- und Borstenpinsel in verschiedenen Stärken. Da wurde mir auch bei uns im lokalen Handel so ein Set empfohlen. Mit ganz vielen Pinsel. Das ist halt wieder praktisch, wenn man zwei Schulkinder hat, weil das können dann auch beide benutzen und sich aufteilen. Ansonsten auch wieder Reserve und einen Malbecher. Und den habe ich auch beim Action gefunden, schon vor Ewigkeiten, aber den sollte es eigentlich auch immer wieder geben. Dann eben die Vorräte, von denen ich gesprochen habe. So eine Dreierpackung Uhu Stick. Das habe ich immer zu Hause. Dann habe ich nochmal so Reserve-Filzstifte zu Hause. Die habe ich jetzt, weil 12 Stück drauf gestanden sind, habe ich jetzt die für den Kleinen. Und der Große bekommt heuer die von Faber-Castell. Die habe ich einfach bei den Prime Days schon geordert und habe die zu Hause. Also einfach so ein bisschen smart, schauen, dass man die Sachen halt frühzeitig da hat, damit kein Stress ausbricht. Dann habe ich hier eben heute vom Papierfachgeschäft so die letzten Sachen, die wir geholt haben. Eine Schere. Da finde ich es auch immer ganz cool, wenn man einfach die Kinder auch ein bisschen einbinden kann. Es gibt ja dann verschiedene Rot-Blau-Stifte. Wir haben aber jetzt wieder den Jolly genommen. Da gibt es normalerweise auch manchmal so Doppelpackungen bei Müller oder so. Also da könnt ihr auch schauen. Auch beim Tintenkiller, wir haben da jetzt noch einen Reserve gekauft, den Brunnen-Tintenfresser. Und da gibt es auch immer Doppelpackungen. Also das wäre so mein Tipp. Ruhig, ja, Uhu, Bleistifte, Farbstifte, alles ruhig auf Vorrat kaufen. Das hat man dann zu Hause und schon auch auf die Qualität achten. Also wirklich, Markenprodukte nehmen. Das war's von meinem Back-to-School-Haul. Ich hoffe, hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, dann freue ich mich.